Freunde, das Wichtigste bei der Haartransplantation, um richtig gut auszusehen, ist die Haarlinie. Trotzdem verkacken viele Haartransplantationskliniken die Haarlinie und somit auch die komplette Haartransplantation. Heute schauen wir uns einige der schlimmsten Haarlinien an. Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns Haartransplantationen an, die gerade an der wichtigsten Stelle, an der Haarlinie, an den Geheimratsecken schiefgegangen sind und die völlig unnatürlich aussehen. Aber bevor wir loslegen, Leute, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lassen würdet, denn damit würdet ihr meine Arbeit unterstützen, mir damit riesig weiterhelfen. Und wir verlieren auch gar keine Zeit und fangen an mit der ersten Haarlinie. Jungs, schaut euch mal diese Haarlinie an. Was sagt ihr? Sagt ihr, das sieht gut aus oder sagt ihr, es sieht eher weniger gut aus? Ja, vielleicht ist der ein oder andere unter euch, der sagt, es sieht richtig geil aus. Ich mit meinem geschulten Auge, Leute, kann euch ganz klar sagen, die Haartransplantation wurde richtig verkackt, denn wenn sich jemand die Haarlinie hier anschaut, die schaut völlig unnatürlich aus. Und wisst ihr auch, warum sie unnatürlich aussieht? Es geht ja nicht mal um die Dichte, es geht einfach nur um die Grafts, die hier verwendet wurden. Und ich kann das nicht verstehen. Das ist so das Einmaleins der Haartransplantation, warum das in manchen Kliniken noch schief läuft. Man setzt in die Haarlinie keine Multiple Grafts. Was sind Multiple Grafts? Leute, checkt das mal hier vorne ab. Seht ihr das? Hier sind drei Haare beieinander. Hier sind zwei Haare beieinander. Hier sind mehrere Haare beieinander. Das sind Multiple Grafts und in die Haarlinie kommen nur Single Grafts und nicht irgendwelche Single Grafts, sondern nur die feinen Single Grafts. Nach hinten hin kommen dann die dicken Single Grafts rein. Aber was haben die denn hier gemacht? Die haben hier einfach vorne die kompletten Multiples reingehauen, sodass die Haarlinie einfach so abgehackt, gezackt, einfach mega, mega unnatürlich ausschaut. Also ich wäre mit seinem Ergebnis nicht zufrieden. Wie gesagt, es ist von der Dichte her völlig in Ordnung, ja. Aber es würde viel, viel dichter auch aussehen, hätte man hier Single Grafts benutzt. Und es würde auch viel natürlicher aussehen, wenn man hier Single Grafts benutzt hätte. Also eigentlich ist diese Haarlinie eine Katastrophe. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Ergebnis und diesmal sehr, sehr interessant. Und zwar, checkt das mal ab, direkt nach der Haartransplantation. Was hat der Arzt sich bei dieser Haartransplantation gedacht? Hat er vorher irgendwie Pokémon geschaut oder Dragon Ball und hat sich gedacht, okay, aus dem mache ich einen Mutanten? Also ich weiß nicht, was der Arzt sich dabei gedacht hat, aber ich kann euch eine Sache sagen, diese Haarlinie wird definitiv nicht natürlich aussehen. Ich weiß auch, woher das kommt, Leute, weil die Ärzte hören das vielleicht, wenn sie das neu machen, gerade Haarlinie sieht unnatürlich aus und deswegen muss man da Zacken reinmachen. Und dann haben die da irgendwie nochmal Zacken reingemacht, aber die einfach komplett fehl am Platz sind. Da hört, also nochmal, meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz großer Mythos. Eine gerade Haarlinie, ja, kann auch völlig natürlich aussehen, wenn die Grafts richtig gesetzt wurden und die richtigen Grafts an die richtigen Stellen gesetzt wurden. Ja, eine Haartransplantation mit Zacken kann auch in der Regel, ja, so jetzt wie hier natürlich nicht, mit Zacken meine ich auch eher so ein bisschen unebener. So Zacken sollte man da auf keinen Fall reinmachen. Ich sehe das immer wieder und die Ärzte sind auch davon manchmal überzeugt und sagen, nein, das sieht natürlicher aus. Aber nach einem Jahr stellen sie fest, der Patient ist unzufrieden. Deswegen, ja, man kann das natürlich ein bisschen natürlicher, ein bisschen gewellter setzen, aber solche Zacken wie hier, no go, geht nicht, ja, und wenn hier dann auch noch die falschen Grafts benutzt werden, dann, ja, ich bin mal gespannt, wie er in einem Jahr ausschauen wird, aber dann tut mir der Herr schon ziemlich leid. Hier eine weitere Haartransplantation. Vielleicht sagt der ein oder andere von euch jetzt, ist doch ganz normal, ist doch ganz gut. Hier könnt ihr nochmal sehen, eine Haartransplantation, die kerzengerade gesetzt würde. Könnt ihr das sehen? Die Haarlinie ist super, super gerade. Aber das Ganze ist jetzt hier in dem Fall zu gerade. Aber das wäre gar nicht so schlimm, auch wenn es so gerade gewesen wäre, wenn die richtigen Grafts an die richtigen Stellen gesetzt wurden. Und auch bei dieser Haartransplantation, Leute, wurden auch nicht die passenden Grafts an die passenden Stellen gesetzt. Man kann auch hier vorne erkennen, Multiple Grafts, Multiple Grafts, Multiple Grafts. Und das ist das Phänomen. So, wenn ich das sehe, dann ist die Haartransplantation einfach verkackt. In die Haarlinie gehört keine Multiple Grafts, ja, in die Geheimratsecken ganz vorne, da gehören keine Multiple Grafts rein. Hier an die Seiten, da gehören keine Multiple Grafts rein. Da kommen Single Grafts rein. Ganz vorne kommen die feinen Single Grafts rein. Nach hinten können dann auch ein bisschen die dickeren Single Grafts reinkommen. Und erst ab hinten dürfen dann die Multiple Grafts eingesetzt werden. Aber nicht vorne in der Haarlinie. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Herren zufrieden sind mit der Haartransplantation oder ob sie überhaupt verstehen, warum ihr Ergebnis unnatürlich ausschaut. Der Grund ist einfach die Multiple Grafts. Jetzt willst du vielleicht
vielleicht in Zukunft auch eine Haartransplantation machen und denkst dir, hey Bro, schön und gut, du gibst uns die Tipps, du sagst uns, was wir machen sollen, aber wohin sollen wir denn gehen? Zu welcher Klinik sollen wir denn gehen? Wo sollen wir uns die Haartransplantation machen lassen? Und ich kann das auch völlig verstehen, Leute, es ist extrem schwierig für jemanden, der sich nicht tagtäglich mit der Materie beschäftigt, herauszufinden, wo gibt es gute Ergebnisse und wo gibt es nicht gute Ergebnisse. Denn gutes Marketing kann jede Klinik mittlerweile. Das Marketing führt dann letztendlich dazu, dass die Kunden gewinnen und das Marketing führt dich dann letztendlich zu dieser Klinik. Und es gibt eigentlich keine objektiven Informationen, ja, da wo du hingehen kannst und dir das anhören kannst und gucken kannst. Und es ist letztendlich eigentlich reine Glückssache, bei welcher Klinik du landest. Und es ist somit auch reine Glückssache, wie deine Haartransplantation am Ende ausschauen wird. Das ist halt ein ganz, ganz schwieriger Fall. Aber ich habe dir auf diesem Kanal genug Informationen zur Verfügung gestellt, mit denen du wirklich gute Kliniken zumindest mal grob von schlechten Kliniken unterscheiden kannst. Du kannst dir zum Beispiel die Ergebnisse anschauen der Klinik und kannst mal gucken, sind in der Haarlinie Multiple Grafts. Und wenn da Haarlinie Multiple Grafts sind, dann gehst du auf jeden Fall unbedingt nicht zu dieser Klinik. Sieht die Haarlinie natürlich aus? Die Haarlinie ist das Wichtigste, Leute, für die Ästhetik. Natürlich soll es nicht hintenrum Licht sein, hintenrum soll es auch dicht sein, aber wenn die Haarlinie verkackt ist, dann ist die Haarlinie verkackt und dann ist die komplette Haartransplantation verkackt. Ganz einfache Geschichte. Und Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe euch heute einfach mal einige der schrecklichsten Haarlinien gezeigt, die ich gesehen habe. Ich bin wirklich geschockt. Vor allem von der ersten hier, Leute, die mag für den einen oder anderen im ersten Moment natürlich ausschauen, aber es sind hier vorne nur Multiple Grafts gesetzt worden. Darüber könnte ich mich den ganzen Tag aufregen, deswegen höre ich an dieser Stelle auf. Wir sehen uns die nächsten Tage mit einem neuen Video wieder. Bis dahin, ciao.